Herzlich willkommen beim medialen Energetiktreff. Ich bin Oliver Erreni und ich freue mich, dich heute begrüßen zu können. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das ganz gut in die Zeit passt. Ich werde zurzeit ganz viel konfrontiert, eben mit Leuten, die extreme Abgrenzungsschwierigkeiten haben, beziehungsweise auch extrem das Gefühl, den eigenen Raum nicht leben zu können, nicht abstecken zu können und die eigene Freiheit bedroht sehen. Und egal, ob dich jetzt eine Krise von außen bedroht, in der wir ja uns anscheinend befinden, oder ob das jetzt im Sozialen, im Zusammenleben ist, dass du das Gefühl hast, du wirst eingeengt oder unter Druck gesetzt durch irgendwelche Umstände, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Übungen zu machen. Und dann wirst du merken, dass das ganz schnell geht, dass du wieder deinen eigenen Freiraum hast. Denn Freiheit letzten Endes ist eigentlich auch ein Gefühl. Freiheit ist jetzt nicht abhängig von einem politischen System, ist auch nicht abhängig von irgendeiner Agenda, die irgendjemand anderer verfolgt, sondern Freiheit ist in erster Linie mal ein persönliches Gefühl, wo du persönlich ganz viel tun kannst, um da auch reinzukommen und diese Freiheit auch wieder dir zu erhalten. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Freiraum, Freiheit gibt es natürlich auf mehreren Ebenen. Ich möchte mich heute besonders auf die Ebene, also Solarplexus, das ist die Ebene Ich und die Anderen, also das ist so Magengegend, diese Ebene möchte ich mich konzentrieren, aber auch die Freiheit dann in den Gedanken, also frei sein von Eindrücken, die andere auf dich hin projizieren vielleicht oder die dich manche vielleicht glauben lassen wollen. Und die heutige Übung, die heutige Meditation wird eben helfen, dass wir wirklich diesen Freiraum haben und dann unsere Gedanken klären, reinigen und wirklich das, was dir als Individuum entspricht, das, was dir individuell entspricht, dass du das manifestieren kannst. Denn letzten Endes geht es ja im Leben immer nur darum, dass ich sage, okay, ich bringe meine Ideen, ich bringe mich selber hier zum Erblühen, zum Aufblühen. Ich nutze alle Ressourcen, die mir hier zur Verfügung gestellt werden. Und dann hat man eigentlich ein erfülltes Leben und ist auch niemandem Rechenschaft schuldig oder hat auch nicht das Gefühl, dass einen Umstände beeindrucken können. Und das ist eben das Wichtige. Lass nicht zu, dass dich Umstände oder andere Menschen so beeindrucken, dass du das Gefühl hast, du kommst jetzt da irgendwo nicht raus. Also das wäre so eigentlich so ein ganz gesunder Ansatz und auch einen Ansatz, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt, da bin ich dann glücklicher, da bin ich zufriedener, da bin ich gelassener. Also hier oben frei sein und im Solarplexus, im Sozialen ein bisschen frei sein. Und wir werden diese Meditation heute, da holen wir uns eine Erzengelenergie her. Wenn du mit Erzengeln nicht so viel anfangen kannst, stell dir das einfach als Licht vor. Also jedes Mal, wenn ich Erzengel sage, stell dir einfach gelbes Licht vor oder weißes Licht. Also du kannst das ganz neutral sehen. Ich werde das heute mit Engeln machen. Einfach mit dem Erzengel Gabriel. Der hat so goldgelb von der Frequenz her. Und mit dieser Kraft werden wir da heute ein bisschen arbeiten. Aber wie gesagt, wenn du mit Erzengel Gabriel nichts anfangen kannst, stell dir einfach goldenes oder gelbes Licht vor, das ist genauso okay. Und während ich jetzt spreche, kannst du dir einfach mal vorstellen, dass jetzt schon, auch wenn du vielleicht die Augen noch nicht geschlossen hast, auch wenn du noch nicht so entspannt bist, sich Gabriel jetzt schon hinter dich stellt. Also in diesem Augenblick stellt sich Erzengel Gabriel hinter dich, beziehungsweise es baut sich ein goldenes Licht auf. Und dieses goldene Licht ist wie eine Lehne bei deinem Stuhl oder wenn du liegst, auch der Druck der Matratze. Das ist etwas, wo ich mich einfach anlehnen kann, wo du einfach selber gelassener bist, wo du selber ruhiger wirst, wo du selber dich geborgener fühlst und getragener fühlst. Und stell dir mal vor, dass dieses goldene Licht, dieses gelbe Licht einfach wie ein bequemer Sessel ist, wo du dich anlehnen kannst, wo du Rückhalt findest, wo alles,
was dich vielleicht in der Vergangenheit beschäftigt hat, auf einmal nicht mehr da ist. Es ist wie ein Licht, eine Lichtbarriere, eine Lichtmauer zwischen dir und der Vergangenheit. Das heißt, alles, was du in der Vergangenheit erlebt hast, und Vergangenheit ist bereits jetzt auch schon 10 Sekunden her, alles, was du da erlebt hast, alle diese Erfahrungen und Eindrücke sind von dir abgeschirmt. Stell dir das mal vor. Alle Eindrücke der Vergangenheit sind abgeschirmt. Und du spürst jetzt, dass sich eine Leichtigkeit ausbreitet. Und du spürst, dass du von diesem Licht, diesem goldenen Licht, in eine ganz andere Bewusstseinsebene geführt wirst. Und mit den Worten, ich vertraue jetzt der Führung dieses goldenen Lichts oder ich vertraue der Führung von Erzengel Gabriel, schließt du jetzt deine Augen, atmest tief ein und wieder aus. Und lässt dich völlig entspannt von dieser goldenen Energie führen. Diese Energie bringt dich jetzt in eine andere Ebene. Und auf dieser Ebene ist es dir möglich, es ist eine andere energetische Ebene, und auf dieser Ebene ist es dir möglich, all deine Anspannungen, deine Erschöpfungen, deine Müdigkeiten, Ermüdungen in deinem Körper wahrzunehmen und diese jetzt voller Vertrauen dem goldenen Licht zu geben. Ermüdung kommt von den Flecken der Vergangenheit und dieses Licht erfüllt dich jetzt mit dem Bewusstsein des Hier und Jetzt, mit dem Bewusstsein der Gegenwart. Und du spürst, dass du in dir heller wirst, in dir klarer wirst und leichter. Du spürst, dass sich dein Wurzelchakra öffnet und dass du dich erdest. Und diese Erdung erfolgt dadurch, dass sämtliche alten Belastungen und Erschöpfungen, sämtliche fremde Energien aus dir abfließen und von diesem Licht jetzt gereinigt werden. Atme ganz tief ein. Und wieder aus und tief ein und wieder aus und spüre, dass du klarer und friedlicher bist. Du spürst, dass du von Erzengel Gabriel an einen Punkt des Neubeginns geführt worden bist. Du bist jetzt am Punkt des Neubeginns. Es ist noch nichts in dir sortiert. Es ist noch keine Struktur vorhanden. Du bist auf jeder Ebene unberührt, klar
und frisch. Und du entspannst dich. Und du spürst, dass du an einem Ort bist, der unfassbar schön ist. Nicht, weil dieser Ort so konkret ist, sondern weil dieser Ort in seiner Reinheit, in seiner Unberührtheit wunderschön ist. Es ist nämlich ein Ort, der nicht berührt werden kann. Es ist ein tiefster Seelenpunkt. Und an diesem tiefsten Seelenpunkt und du spürst jetzt, dass diese Klarheit, dieser Augenblick, diese Frequenz, in der du dich befindest, ein tiefes Geheimnis verbirgt. Also in diesem Augenblick, in dieser Qualität ist etwas verborgen. Ein unendlich tiefes Licht. Und dieses Licht ist dein Seelenstrahl. Und dieser Seelenstrahl dieser eine Lichtstrahl flüstert jetzt und du spürst, dass du in jeder Zelle deines Bewusstseins die Resonanz dieses Lichts wahrnimmst. Und diese Zelle, die das Licht aufnimmt in deinem Körper, wächst, wird lichtvoll, ist voller Vertrauen und voller unendlicher Stabilität. Und das Licht flüstert deinen Zellen frei sein und Freiheit zu. Und du hast jetzt die Möglichkeit, diese Freiheit, dieses Freisein anzunehmen. Ich nehme auf jeder Ebene meines Daseins diese Freiheit an. Und diese Freiheit beinhaltet meinen freien Willen. Diese Freiheit beantwortet alle inneren Fragen. Und diese Freiheit bedeutet, dass ich die Konsequenzen für mein Tun und für mein Lassen zu 100% übernehme, denn ich spüre, dass dieses Freisein, diese Freiheit gleichzeitig unendliche Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität beinhaltet. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und in diesem Augenblick entscheidest du dich ganz klar, absolut nachweislich dazu, keine künstlichen
Einschränkungen mehr zuzulassen. Hier und heute verspreche ich, mich nie wieder ängstigen zu lassen, sondern klar und kraftvoll völlige Freiheit, völlige Identifikation mit der Freiheit völlige, absolute Schöpferkraft. Du spürst jetzt, wie dein Geist durch unendlich viele Lichtbahnen mit dem unendlich Göttlichen verbunden ist. Dein Kopf, dein Gehirn, all das ist mit der Unendlichkeit verbunden. Und du spürst, dass nichts und niemand hier auf Erden dir deine Freiheit nehmen kann oder dir erklären kann, was das bedeutet, sondern du spürst, dass du mit der Mitte, der Quelle von allem Sein verbunden bist und dass das dein Draht zur absoluten Freiheit ist. Und nun bittest du darum, deine unendlichen Inspirationen, deine unendlichen Gedanken auch hier auf Erden während deiner Inkarnationszeit, dass du dich hier absolut entfalten kannst, diese Inspiration absolut zum Teil von deinem Dasein wird. Und jetzt fließt diese Freiheit von deinem Kopf tiefer runter zu deinem Hals, Herz und hinein in deine Magengegend hin zum Solarplexus. Und du spürst jetzt, dass du auf dieser Ebene angekettet, unfrei und klein gehalten wurdest durch soziale Konzepte, durch Einschränkungen des Umfelds und dass du mit diesem Licht, deinem innersten Licht, diese Ketten, dieses Gefängnis sprengen kannst. Aber natürlich bedeutet das, dass du für dich bist und nicht mit anderen. Und das macht dir vielleicht Angst. Und deshalb ist Erzengel Michael mit seinem goldenen Licht hier. Und er führt dich jetzt in deine Freiheit. Und du spürst jetzt Glaubenssätze von deinem Umfeld. Du spürst Zugänge von deinem Umfeld, die dich beeindruckt haben, von deinen Eltern, und in diesem Augenblick erstrahlt dein Solarplexus wie die aufgehende Sonne in einem wundervollen Licht. Und du spürst auf einmal, dass du Raum hast. Du spürst auf einmal, dass du frei bist. Und du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Freiheit, diese Klarheit zu erden.
und dass die Erde kein Gefängnis ist, keine Strafkolonie ist, sondern die Erde ist Freiheit. Dieses Leben ist Freiheit. Diese Erde ist Licht und du bist Licht. Und Licht ist in deinem Leben, Licht ist in deinem Umfeld. Sehr gut. Und in diesem Augenblick manifestierst du dein heiliges Leben in Freiheit, Würde und Klarheit. Und in diesem Augenblick fließt alles ab, was dich vielleicht noch mal geängstigt hat, geht alles weg. Und du spürst die Kraft und Klarheit von Gabriel, von goldenem Licht in dir. Und du spürst, wie du abgegrenzt bist, voller Sicherheit und Stabilität, aber nicht unflexibel, sondern frei. Und diese Energie kannst du jetzt voller Dankbarkeit zu 100% in deinem Leben umsetzen. Und du spürst, wie du voller Liebe und Würde bist, aber auch voller Klarheit, Durchsetzungskraft und Freiheit. Und du spürst, dass ganz egal, was passiert, ganz egal, was das Außen sagt, dass dich das nicht mehr betrifft, sondern dass du im Lichte der höchsten Bewusstheit, im Lichte deiner Freiheit, dich selbst entfaltest. Und in diesem Licht gehst du jetzt nochmal ganz bewusst zu deinem Nabelchakra, deinem inneren Kind, und sagst, hier und heute habe ich erkannt, dass du die Erde von mir übernimmst, und ich wünsche dir viel Glück, einen wundervollen Spielespaß hier auf Erden. Und wenn du unsicher bist, bin ich für dich da, und ich kann dir sagen, dass du in Freiheit alles ausprobieren kannst, was du möchtest. Atme tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und spüre, wie du jetzt wieder konkreter wirst, wie du freier wirst, wie du stabiler wirst und trotzdem die Weite und die unendlichen Möglichkeiten in deinem Leben ganz klar wahrnimmst. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Bedank dich bei Erzengel Gabriel für seine Unterstützung. Bedank dich für die Eindrücke.
und erlaube dir, genau in deinem Tempo, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Streck dich mal durch, beweg deinen Körper, beweg deine Füße, atme tief ein und wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Erinnerst dich an deine Eindrücke während dieser Reise und fühlst dich vollständig frei und zufrieden. Spür nochmal nach und lass dir alle Zeit der Welt, wieder ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Und natürlich kannst du diese Meditation wiederholen, wenn du Lust dazu hast. Wenn dir diese Reise gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch oder wenn du das Video mal teilst. Abonniere bitte diesen Kanal, um immer informiert zu bleiben und die neuesten Infos zu bekommen. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Alles Gute, vergiss deine Freiheit nicht. Dein Oliver Erni, medialer Energetiker, Energetik, die wirkt. Tschüss.